Weiter geht's mit Star Wars The Old Republic. Ich habe immer noch so unfassbar viel Lust. Es ist wirklich krass. Also dieses Spiel... es ist einfach die Story, keine Ahnung. Es liegt einfach an Star Wars, was soll ich sagen? Es macht so viel Spaß. Und es macht Spaß, weil die Story wirklich grandios ist. So. Es wird noch mehr Spaß machen, wenn meine neuen PC-Teile mal kommen würden, aber hey. Irgendwann werden die schon verschickt, hoffentlich. Dann läuft das Ganze ja auch runter. Hoffe ich zumindest. Was geht denn jetzt ab? Was geht denn jetzt hier ab? Schon besser, ja, ja. Bam! Und bam! Sand, Leute, man, ihr seid auch nervig. Wobei, man muss sagen, mittlerweile, nach Book of Boba Fett, liebe ich die sogar ein bisschen. Aber bin ich ehrlich, da liebe ich die sogar ein bisschen. Die sind ganz lieb. Also, die können lieb sein, können. Bei Anakin waren sie nicht so lieb. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich soll die Spur verfolgen. Okidoki. Verfolge die Bewegung der Padawan-Schülerin. Ja. Ja. Ziel der Mission ist nach wie vor, dass wir sie herauslocken, ne, aus dem Versteck. Damit wir sie bekehren können. Zur dunklen Seite. Ja. So, was haben wir denn jetzt hier? Sandleutverteidiger? Ihr seid ganz lieb, ne? Nee, also sie sind lieb. Die machen nix. Moin, Jungs. Lauft mal lieber weg, nicht? Der Papa kommt. Ja. Besser ist es. Lauf weg. Hier knallt's gleich. Ja, besser ist es. Wem zum Teufel? Den Häuptling lernen wir jetzt kennen? Uh-oh. Na, das ist ja witzig. So, Häuptling, komm mal raus. Untersuche die Höhle nach Hinweisen. Ja, hier ist so ein Schädel. Ja, klick mal drauf. Oh-oh. Wer ist sie denn? Ach so, was macht sie denn hier? Ich habe eure Ankunft hier beobachtet und konnte meinen Augen kaum trauen. Okay. Die Sandleute sind alle vor euch geflohen. Was ist in der Höhle des Sanddämons passiert? Der Dämon ist leider Geschichte. Ich wollte es nicht so machen, aber der ist leider tot. Es war ein erbitterter Kampf. Doch letztlich habe ich die Bestie getötet. Leider. Ihr habt im Blut des Dämons gebadet. Seine Korrekt. Essenz durchdringt die Luft. Wett ist nicht so begeistert. Isibo sagte, dass euer Weg hier zu erkennen sei, aber ich kann nicht sehen. Wartet. Da kommt Seid auf der Hut, Fremdling. Einer der Sandleute nähert sich. Aber der ist angeschlagen. Ey, chill, chill, ganz entspannt. Okay. Auch verbeugen. Ich werde freundlich reagieren. Ja. Wie gesagt, ich bin kein klassischer Sith. Das gibt's bei mir nicht. Ich habe noch nie einen Sandmenschen gesehen, der sich friedlich einem Fremden nähert. Siehste mal. Dieses Pergament des Sandschamanen ist bemerkenswert. Es ist eine grobe, aber überaus klare Karte der Wüste. Okay, und was mache ich damit? Es zeigt eine Tür in der Wand der Wundschlucht. Aber ich habe diese Schlucht selber kartografiert und dort ist keine Tür. Tja, dann werde ich sie wohl finden. Wenn die Padawan-Schülerin dorthin gegangen ist, werde ich ihr folgen. Ich erzittere bei dem Gedanken, was euch dort erwarten könnte. Die Schlucht ist der äußerste Punkt, an den sich jemals jemand gewagt hat. Hier sind die Koordinaten. Ich folge euch unauffällig im Schatten der Dünen. Okay. Seid vorsichtig. Denkt zuerst an eure Sicherheit und folgt mir nur, wenn es euch nicht zur Qual wird. Eure Sorge rührt mich. So war das. Boras hat mich als Speer und Wachposten eingeteilt und ich werde meinen Aufgaben nachkommen. Dringt tiefer in die Wüste vor und ihr werdet die Wundschlucht finden. Ich wünsche euch eine sichere Reise. Ich wollte eigentlich sagen, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Jetzt habe ich von meinem scheiß Handy ablenken lassen. Okay. Mein Fehler. Level 24. Ui, das ist besser. Das nehme ich. Das nehme ich doch mal. So, Wett. Reise zur Oase. Und wo ist die? Oh, okay. Da werden wir aber... wir werden schneller reisen. Och, können wir nicht. Das ist eine Frechheit. Okay, wir können von da aus hinlaufen. Okay. Das heißt, wir nähern uns jetzt Gebiet Nummer 2 und dann irgendwann Nummer 3. Also wir brauchen noch ein bisschen auf Tatooine.
Wir können Tatooine noch ein bisschen genießen, finde ich. Ja. Aber eh keine Wahl. Ne? Das braucht noch ein bisschen. So. So. Wo müssen wir genau lang? Ja, dieser Salamander-ähnliche Kreatur. Bleib mal weg von mir. Wir müssen jetzt hier eigentlich immer den Weg entlang. Okay. Und dann müssen wir da in so eine Oase rein. Okay, das kriege ich hin. Das kriege ich hin, das ist kein Problem. Irgendwer jagt mich gerade. Hat mich gejagt, jetzt ist er weg. Okay, ne, hier müssen wir nicht lang, oder? Wir müssen hier runter. Oh, bitte lass es der richtige Weg sein. Nee, 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 stopp, 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 stopp. Ist das der Weg? Nein, falsche Taste. Nee, 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 wir müssen hier lang, oder? Nee, das kann auch nicht sein. Ist das der richtige Weg? Oh ja, das ist der richtige Weg. Nee, hier nicht lang. Okay, wir müssen... Ich gehe einfach geradeaus, was soll schon passieren? Irgendwann komme ich ans Ziel, weil mehrere Wege führen meistens nach oben. In dem Fall führt sogar nur ein Weg nach oben. Naja, ist ja auch egal. Oh, wo sind wir jetzt hier? Mos Anik oder was? Was? Mos Anik. Aha. Interessant. Wie voll sind wir beladen? Na, es geht noch. Es geht noch. Sith-Meister, okay. Gut zu wissen. So. Hier sind ja voll viele Sith-Meister. Was soll denn das? Da ist die Höhle. Aha. Da ist sie ja. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Südliche Kluft habe ich entdeckt. Na ja, klar. Okay, wir sind da. Oder noch nicht ganz. Na doch, wir sind da. Oh, was soll denn das jetzt? Okay. Da gibt's direkt die Action-Mucke. Speed. Ah. Da kommen ja mehr von euch. Oh, Bonusaufgabe. 20 Stück. Okay, also werden auf unserem Weg 20 Stück auf uns warten. Ja, witzig. So. Bam. Bisschen Blitze. Ey, der hat mich gestunt, der Penner. Was soll denn das? Bam. Jetzt haben wir schon mal 4. Oh Gott, erreichen wir überhaupt die 20? Na, das wird spaßig. So, warte mal so. Ich mag die Mucke. Es ist so nice. Du kommst doch auch mal hier hin. Komm, bam. Und bam. 7 von 20. Okay. Das ist ein Problem. Bam, bam, bam. Oh, der hält viel aus. Krass, hätte ich gar nicht gedacht. Na, hört ihr auf mich zu stunnen, ihr Penner? Was soll denn das? Würgen. So nämlich. Jetzt sind wir bei 8. Okay, das könnte ein Problem werden. Das könnte ein bisschen dauern. Die machen wir weg. Gehen die von alleine weg bestimmt, ne? Sterbt ihr schon dran am Voltarschlag? Ne. Oh, die halten ein bisschen mehr aus. Voltarschlag? Ja, gut. Weg sind sie. Okay, wie viel haben wir? 11 von 20. Moin! Bam, AOE-Spell. Och, stunt mich doch nicht immer. Was soll denn das? So, weg mit dir. Und Feuer geht auch noch. Ah, ja, brennt, 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 brennt. So, 5 brauchen wir noch. 4 brauchen wir noch. Okay, eine Miste. Wo seid ihr? 4 in der Vierergruppe? Hm? Alle Vierergruppen bitte aufstellen. Ja gut, euch nehme ich. Das geht auch. Euch nehme ich. Dann kehrst du als Geist zurück. Ne? Wenn du das so sagst, glaube ich dir das mal. Bam. Bam. Und oh, 2 haben wir noch. Na komm. Und einer noch. Steine? Jawohl, Steine gehen immer. Sehr schön. Hä? Ich stehe doch genau davor. Frech. Und ich darf die Kiste nicht öffnen. Frech.
Okay, ich muss aufpassen, mein Inventar ist nämlich gleich voll. Dann habe ich ein Problemchen. So, wie wär's, wenn ich erstmal gucke, was ich anziehen kann? Was das hier aufmachen? Kleiner Einfluss gewinnen. Nee, gut, brauche ich nicht. Besser, jawohl. Kann ich nicht benutzen. Perfekt, danke dafür. Das ist auch besser. Okay. Ja, und jetzt machen wir es ganz simpel. Na, für den restlichen Weg. Inkognito. So nämlich. Moin Jungs, weiter. Nach, ich habe den falschen. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ist das ärgerlich. Und dumm von mir. Eieiei. Ich muss viel häufiger mein AOE-Spell spammen eigentlich. Das ist ziemlich gut. So, du noch weg. Weg mit dir. So, jetzt sind wir gleich in der Oase. Bin mal gespannt, was da so passiert. Das ist mein Story-Bereich. Das heißt, hier können wir schon mal nicht respawnen, jener. Wir können uns also ganz entspannt Zeit lassen. Okay, wir sind... Das ist eine Oase, ja. Das ist entweder ein Trugbild... Oder das ist eine gewaltige Falle. Was war das? Oh oh. Sieh genau hin, Schwächling. Oh, Spiegelbild. Sieh, zu was du bestimmt bist. Und zu was? Ich bin die Verkörperung deines wahren Potenzials. Oh, und Potenzial. Ich bin das, was du sein könntest, wenn du den Mut hättest, den dunklen Weg mit mehr Hingabe zu verfolgen. Du bist sehr attraktiv. Ugh. Ist ja, also das ist ja wirklich Selbstlob auf einem anderen Level. Ich glaub dir nicht. Das ist eine List. Eine List, die leicht zum Tod führen kann. Forderst du mich heraus? Ich beweise dir, dass ich du bin. Wir suchen Nomen Kars Padawan-Schülerin, die in jedem den wahren Charakter erkennt. Okay. Wenn sie nicht aufgehalten wird, könnte sie das Netzwerk der Spione bedrohen, die unser Meister in der Republik und unter den Jedi eingesetzt hat. In Ordnung, ich glaub dir. Ich zweifle nicht an deiner Identität. Dann zweifle auch nicht daran, dass ich weiß, wo dich dein Weg hinführen wird. Wege können sich ändern. Entwidme dich deiner warmherzigen Tendenzen und widme dich der wahren Bedeutung der dunklen Seite der Macht. Oder du wirst vernichtet. Drohst du mir? So nämlich. Ja. Ich will aber nicht ganz böse sein. Was macht sie jetzt hier? Du bist ein Sith. Du bewegst dich unter ihnen. Der Gestank der hellen Seite, der dir anhaftet, lol, wird ihren Nasen wie Verwesung riechen. Er hat recht, wir sind wirklich sehr lieb. Wird deinen Gestank riechen und dich ohne Gnade angreifen. Da hast du recht. Das klingt ganz plausibel. Tief im Innern hast du es schon immer gewusst. Dieser Padawan kann Barras töten. Jetzt ist er mir gleich sympathischer. Und wenn du die Padawan-Schülerin für dich einnehmen könntest? Was, wenn du sie auf die dunkle Seite ziehst, sie kontrollierst und mit ihrer Macht deine eigene vermehrst? Ja. Ein Meister der dunklen Seite könnte diese Schülerin bekehren. Und dann könntest du Barras töten und sein Besitz... Hört sich sehr gut an. Ich finde, in deinen Worten steckt viel Wahres. Gut, empfange deine dunkle Bestimmung. Kehre um auf dem Weg, den du gegangen bist. Okay, ich will die dunkle Seite vorübergehend. Ja, ich widme mich der Dunkelheit. Ausgezeichnet. Ich vereinige mich mit dir und übergebe dich der reinen Dunkelheit. Ey, ich bleib trotzdem lieb, entspannt euch. Ja, du hast deine wahre Bestimmung angenommen. Nun sind wir eins. Gut. In der Klarheit dieser Vereinigung erscheint eine Vision unserer Bestimmung auf Tatooine. Holy shit, ist das episch, Mann. Kannst du es auch sehen? Oh. Ein Lager tief in der Wüste hinter einer Felsformation mit dem Namen Verbotener Pass. Fahr fort. Ich muss mehr darüber erfahren. Die Padawan-Schülerin ist zweifellos zu diesem Ort gegangen. Okay. Dort hat der große Meister ihr geholfen, mit ihren Fähigkeiten umzugehen. Das Bild wird schwächer. Suche den verbotenen Pass und stelle dich dort Meister Yonlak. Yonlak. Unsere Reise auf diesem Planeten endet dort. Lebe wohl. Gut. Ja.
Oh ja, ich bin erschrocken. Ich glaube nicht, was ich gerade gesehen habe. Was denn? Habt ihr gerade gesagt, dass ihr den verbotenen Pass überqueren wollt? Yeah! So sehe ich es auch. Der Gedanke allein lässt mich erschaudern. Warum? Die Wüste hinter dem verbotenen Pass ist ein Gebiet, in dem niemand überlebt. Niemand. Gibt für alles das erste Mal. Die Sandleute meiden es. Ihr dürft nicht dorthin aufbrechen. Seid unbesorgt, ich mach das schon. Eure Sorge um mich ist unbegründet. Das ist nicht nur irgendein Aberglaube. Diejenigen, die den verbotenen Pass überqueren, werden nie wieder gesehen. Gut, ich werde der Erste sein. Ich kann euch nicht dorthin folgen. Ist okay. Ich danke trotzdem für eure Hilfe. Ihr habt genug getan, Sharak. Danke. Es ist nett, dass ihr das sagt. Ich habe Lord Barras erzählt, dass ich euch auf eurer Mission begleite. Doch ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommt. Ist okay, du hast einfach Schiss. Ist okay. Schweren Herzens verrate ich euch, wo sich der verbotene Pass befindet. Ich schäme mich dafür, dass meine Feigheit mich lähmt. Ich fürchte, ich werde euch nie mehr wiedersehen. Verzweifelt nicht. Es wird alles gut. Ich habe nicht vor, in dieser Wüste zu sterben. So nämlich. Wenn ihr vorhabt, den verbotenen Pass zu überqueren, werdet ihr das aber. Das werden wir sehen. Wer zuletzt lacht... Verdammt, jetzt habe ich zuerst gelacht. Aber, ne, wer zuletzt lacht, lacht am besten, ne? Verdammt, Mist. Das jetzt war jetzt unangenehm. Willst du quatschen? Wenn wir die Gelegenheit ja, ja. Ich werde da trotzdem schnell reisen hin. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, hoffentlich mit der letzten Folge, auf Tatooine.